Und damit willkommen zurück zu Star Wars Outlaws. Ja, wir wollen uns in der Episode mal hier ein bisschen umsehen und den Ruf verbessern. Und ich bin jetzt schon in einem Gebiet, wo mehrere interessante Sachen sind. Und zwar einerseits diese Nebenmissionen, verbotene Waren. Dann, ich habe mich gerade selber ein bisschen erkundigt, da hinten ist ein Schiffsmechaniker, da war die Frau, die sucht ihren kleinen Bruder. Das ist wohl auch hier irgendwo in der Gegend. Und da hinten, Kantinergerüchte, Schmugglerin und Auftragsvermittler. Das würde ich mir ansehen. Und es müsste da drin sein, die Kantina. Moin. Wer bist denn du? Hey, kennst du einen Jorn? Er soll hier oft rumhängen. Jorn? Oh ja, der macht nur Ärger. Hat er dich bestohlen oder so? Nö. Nein, ich versuche nur ihn zu finden. Was genau meinst du mit Ärger? Er ist ein Bandit. Nimmt viele harte Aufträge an. Hab ihn länger nicht gesehen, zum Glück. Okay. Hilft mir jetzt nicht sehr weiter. Das ist also die Kantine hier. Na, Kleiner. Der Platz ist verflucht. Ist das wieder so ein Aberglaube? Kreuze nie einen Panther-Pfad. Spucke, wenn du eine Luftspiegelung siehst. Sonst bringt's Unglück. Wirf dir Sand über die Schulter, bevor du Wasser verkaufst. Das ist kein Aberglaube. Jeder, der auf diesem Platz sitzt, wird erschossen. Wenn das deine letzte Ruhe ist, dann ist das der gleiche Platz wie im Film. Hör auf, oder ich trinke alleine. Na du, moin. Hey. Wo finde ich die schnellste Hand von Mos Eisley? Wieso? Lust auf Ärger? Nein, ich will nur mit den Besten reden. Solange du nur reden willst. Siehst du Shen? Da drüben bei der Band? Die ist ein Fossil. Kennt alle. Frag sie. Danke. Okay. Neue Informationen von das Fossil. Oh, was haben wir da? Danke, dass du auf die Kantine aufgebaut hast, während ich weg war. Ich hoffe, Chalmun hat recht, was dich angeht. Denk einfach nur an die Hausregeln. Zerbrochene Gläser werden von deinem Lohn abgezogen. Keine Deckel oder Freigetränke, egal was jemand sagt. Und zuletzt, und ich kann das gar nicht genug betonen, keine Druiden. Oh, wo geht's denn da hin? Ah. Okay. Moin. Nehmen wir die Sachen mit, ne? Oh, ich glaube, ich sollte hier vielleicht noch gar nicht sein. Das kriege ich hin. Nein. Ach, komm schon. Geht doch. Oh. Okay. Schlüsselkarte. Questgegenstand. Alles okay bei dir? Ah. Ich glaube, das war's. Aber wir haben die Schlüsselkarte für irgendwas. Da geht's nicht weiter. Ah, interesting. Moin. Willst du ein paar schnelle Kredits machen? Kommt drauf an. Ja, das glaube ich an die Hut, ne? Hacke das imperiale System. Mos Eisley. Hacke das imperiale System. Ich mache mal beide Sachen. Okay. Lass dich bloß nicht abfallen. Oh, ich gebe mein Bestes. Willst du was kaufen? Und da wann? Das bleibt aber unter uns, ja. Zugriff verweigert. Informationen, mit denen kann der Blaster verbessert werden. Machen wir mal.
Nö, okay. Verkaufen alle Wertsachen. Passt. Was war das? Noch eine Runde. Erstmal ausgeführt. Das machst du jedes Mal, wenn du Glück bei den Rennen hattest. Kaufst den teuersten Squatch-Car, um in der Kantine einen auf dicke Hose zu machen. Ich trinke ihn schon noch. Ich will gerade erst warm. Wenn du ihn trinken wolltest, würdest du ihn nicht auf der Theke lassen, damit ihn jeder sieht. Die sollen ja auch wissen, dass ich ein Gewinner bin. Was geht's dich an, wie ich mein Geld ausgebe? Das ist Verschwendung. Wenn es dir so wichtig ist, behalt ihn im Auge, dass ich bald kurz weg bin. Nein, das ist dein Problem. Okay. Tja, moin. Bist du Shep? Ich habe gehört, du kennst die besten Schützen hier in der Gegend. Oh, klar. Lass mal überlegen. Da wäre Mick Drüko. Der ist tot. Okta, das Messer. Die ist tot. Die Tau-Zwillinge. Tot. Und tot. Kennst du welche, die nicht tot sind? Lasterhände werden schnell mal kalt. Es gab diese Piratin, die für das Huttenkartell unterwegs war. Vielleicht atmet die noch. Weißt du, wo ich sie finden könnte? Vielleicht wissen es die Hutten in den südlichen Hügeln. Nicht, dass sie es dir sagen würden. Tja, na, trotzdem danke. Tja, mit denen haben wir ja leider... Wenn sie nicht mit mir reden wollen, besorge ich mir die Infos selbst. Ja, mal gucken. Erstmal hier weiter umsehen. Ja, da ist ja noch eine Tür. Ah, da ist die Schlüsselkarte. Nice. Geil. Wir haben den Schatz. Aber ist das jetzt hier schon alles mit der Kantine? Nicht mal ein Spieltisch oder so? Aber coole Band. Schade. Jetzt habe ich nicht das. Das ist ein Schatz da gefunden. Das soll ja hier irgendwo bei der Kantine sein. Okay. Da geht's nicht weiter. Ich meinte, wir müssten da aber irgendwo rein. Ich probiere noch mal was. Ich gehe da noch mal rein. So, einmal durch. Und noch mal da lang gehen. Wirklich nichts übersehen. Nee, die Tür geht effektiv nicht auf. Mal kurz hier rein. Und da geht's auch nicht raus hier. Ja, gut. Auf den letzten Weg da raus, das haben wir schon gelesen. Ja, da geht es nirgendwo weiter, da ist ein Händler. Oh, tschüss. Die Türen sind auch alle zu. Komisch, 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 komisch. Was sagt denn die Karte jetzt? Na doch, das ist da hinten.
Schnellreiseziel haben wir hier. Hier in dem könnte Jorn gesehen haben. Die anderen Aufträge. Das war das mit dem Essen. Das ist der Hauptauftrag. Muss mal ganz kurz was nachsehen. Okay, ich habe einen Tipp bekommen. Und zwar irgendwo da auf der Hinterseite soll das sein. Da würde ich mal versuchen, außen rumzugehen. Und währenddessen findet man vielleicht irgendwas heraus mit den anderen Dude. Na, dann hol dir einen. Ah, da ist auch keine Sprachbubble. Ganz ehrlich, wir sollten diesen Felsen den Verbrechern überlassen. Aha. Ja, dann geht's doch. So, da unten waren die Schiffshitter. Oh, interessant. Als Tag war. Und hier überall Leute. Da, da ist der Schiffshändler. Handel, was hast denn du Gutes? Anfragen. Antrieb zur Verbesserung des Gleiters. Verbesserung des Blasters. Naja. Ja, das war's erstmal. Betreutes Plündern. Mir ist doch eine Anfrage. Warte mal. Machen wir das mal. So. 5 von 5. Moin. Hey, kennst du jemanden namens Jorn? Er soll hier Stammgast sein. Ja, ich kenne Jorn. Also, ich habe von ihm gehört. War in letzter Zeit hier? Ich bin mir nicht sicher. Hast du es schon im dösigen Druiden versucht? Da ist er nachts ziemlich oft. Dösiger Druide? Da muss man sich nur wissen, wo das ist. Weiter umsehen hier. Ich gehe mal da lang. Aber schon cool. Letzte Nacht wurde ich geweckt. Es hat an meiner Tür gehämmert. Ich dachte schon, irgendwelche Sandleute wollen mich aus dem Haus zerren. Was war los? Imperiale. Die gehen von Haus zu Haus, um Ach zu so. Sehen, ob jemand Rebellen versteckt. Du wolltest mich treffen. Gut, du bist pünktlich. Okay, irgendwelche Goodies? Nö. Ah, das war wieder die nächste Nebenmission. Ach komm, tu mal zuhören. Das nächste Mal, wenn du beim Bestien-Gelände bist, nimmst du Kontakt zu einem unserer Agenten auf. Die Person wird wie ein imperialer Sturmtruppler gekleidet sein. Wie kann ich mir sicher sein? Verwende die Losung, ich habe eine Lieferung für Pashvi. Ein gewöhnlicher Truppler wird nicht wissen, wovon du redest. Unser Agent gibt dir ein Paket. Verstanden. Ah, okay. Ah, da kann ich rein. Leichtes Spiel. Ja. Yes. Was meinst du? Moin. Sollen wir uns das mal ansehen? Yes. Gibt's noch mehr Goodies? Ja, da. Cool. Ciao. Da geht's weiter. Ich will ja eigentlich immer noch auf die andere Seite kommen. Oh, dunkle Gasse. Alter, wie riesig. Fusionsschneider. Okay, nee, das haben wir noch nicht. I guess, das kriegen wir dann im Laufe der Hauptmission. Nur so eine Vermutung. Okay. Und draußen.
Moin. Ach, das sind wieder diese Wasserdinger. Jetzt halt beleuchtet. Aber ich habe das Gefühl, ich bin hier total falsch. Und ich hätte anders laufen müssen. Aber wenn ich schon mal da draußen bin, gibt's da... Nee, okay. Ich glaube, ich laufe da so gerade ins Nichts rein. Okay, machen wir Ort öffnen. Das... Wisst ihr was? Gehen wir nochmal Schnellreiseziel hier hin. Ah, jetzt sind wir hier drin. Natürlich lässt er mich warten. Wie komme ich hier wieder raus? Aber das ist halt exakt die eine Filmlocation. Ich glaube, da geht's jetzt generell raus, oder? Ja, das wollte ich jetzt nicht. Nochmal G. Das wäre die Schnellreise, Schnellreiseziel. Geh nochmal hier hin. Orientierung, okay, da runter. Ich glaube, in die Richtung bin ich noch nicht... Ah, was haben wir denn hier? Oh, ich glaube, das ist der Ort, den ich... Ah, moin. Ich kann mich nicht erinnern. Was gibt es für ein Problem? Du hattest schon mal mit den Hutten zu tun, oder? Ich brauche deine Hilfe. Was ist passiert? Diese Gauner. Ich habe alles an sie verloren. Sowas kann beim Glücksspiel nun mal passieren. Ja. Aber das war Betrug. Sie haben die Rennen manipuliert. Das ist Diebstahl. Und du sollst mir die Beweise beschaffen. Platziere dieses Aufnahmegerät im Büro des Buchmachers. Ich bezahle dich dafür. Ich denke, Diebe zu bestehlen ist schon in Ordnung. Okay. Aber kannst du mal kurz reden? Wo sollte ich dieses Aufnahmegerät nochmal platzieren? Im Büro des... Das ist genau der gleiche Dialog nochmal. Nee, aber ich glaube, das da... Okay. Ah. Ah, da sind die verbotenen Waren. Alles klar. So überhaupt nicht der Suchbereich, der angegeben worden ist. Moin. Kleiner Tipp am Rande. Brüll vielleicht nicht so laut rum, wie sehr du die Hutten hast. Die wissen, wie sie einem das Leben versauen können. Das haben sie doch schon. Es ist meine Schuld. Aber mein Bruder muss darunter leiden. Ich habe ein schlechtes Geschäft mit den Hutten gemacht und konnte meine Schulden nicht zahlen. Mein Bruder ist Fatir-Jockey und sie drohen, seine Karriere zu ruinieren. Kannst du mir helfen? Lass mal jetzt erstmal. Passiert halt, wenn man sich mit den Hutten anlegt. Entschuldige, ich muss mich erst um was anderes kümmern. Sorry. Ich brauche Leute, die ich befragen kann. Ja, vielleicht da? Hey, ich suche jemanden namens Jorn. Ja, das ist ein Stammgast und kein angenehmer. Schickt er endlich jemanden, um seine Schulden zu bezahlen? Tut mir leid, nicht dein Glückstag. Ich will ihn nur finden. War er in letzter Zeit hier? Schon länger nicht, aber irgendwann kommt er schon wieder angekrochen. Bis er eines Tages nicht mehr kriechen kann. Ah, noch eine Sackgasse. Weißt du vielleicht, wo er sich sonst noch rumtreibt? Er geht gern in die Spielhölle am Marktplatz. Hm, stilvoll. Danke. Die Spielhölle am Marktplatz, okay.
Einsehen. Hast du die imperiale Basis in Bestien gesehen? Die ist gigantisch. Oh, Moment, aber kann ich da rein? Nö. Hätte ja sein können. Und da hinten ist Ausrufezeichen. Mal sehen. Südviertel. Irgendwo. Sus? Alles okay? Ah, das ist das mit dem Klopfen. Ja, okay. Gelegenheit in der Nähe. Nee, streichen will ich jetzt nicht. Ja, mein, die Gasse da rein. Eis. Boah, das ist die, wo man schon mal gibt. Ja, bei der waren wir schon. Okay, und wieder Retour. Oh, was haben wir hier für ein Ausrufezeichen? Was ist das hier? Imperiale Sicherheit hacken. Ja, komm, machen wir das mal. Wo genau? Wo soll denn das sein? Ja, tut es jetzt auch wieder abkauen? Was steht denn da im Journal dazu? Das war vermutlich hier. Nee. Beschreiber Tätowen, abgekartetes betrügerische Hilfe. Ein Versuch? Nee. Digitale Gesetzlose? Das auch nicht. Hacker, das Imperium ist eine imperiale Computersysteme enthält interessante Berichte. Angefragt wird eine Person, die das System hacken kann. Hm. Direkt hinter uns, einfach da an der Seite. Ich glaube, der Marker ist einfach nur falsch. Aber der Pfeil zeigt auch nach oben. Ecke das Terminal. Welches Terminal? Oh, warte mal. Das ist Sperrgebiet. I see. Dann machen wir das halt verdeckt. Ciao. Mal alles erstmal mit. Sedre, einmal hacken. Okay, jetzt wäre schon mal die 11 gut. Okay, dann machen wir 13 und 11. Hände so, dass ich sie sehen kann. Okay. Fuck. Ja. Okay. Nicht so schlimm. Jetzt weiß ich, dass sie da reinkommt. Und dann kann ich sie überraschen. Na gut, NE5. Ziehen wir es durch. Verstanden. Warum bin ich jetzt auf der Seite?
Gibt's da noch einen anderen Weg da rein? Oder kann ich da... Achso, Moment, ich kann da einfach durchlaufen. Wait a moment. Du bist verhaftet. Warum habe ich jetzt sie nicht niederschlagen können? Warum ging es jetzt nicht? Alles okay? War doch nichts. Gut, neu formiert. Sag mal, bist du ein bisschen dämlich? Und was verstecke ich mich eigentlich? Was war das? Hände hinter den Kopf! Okay, also irgendwie ist es gesperrt. Ich muss da einfach schneller sein. Okay. Schade. Also in die 5. Los geht's. Gut. Verstanden. Wo bin ich hier gelandet? So, Kollege. Dann lauf du am besten da nochmal rein. Na komm schon. Sehr gut. Ja, machen wir das hier nochmal. Sehr gut. Okay, jetzt schnell sein. Hacken. Schnell. Ja, komm, mach. Gut, mach schneller. Crane, ich habe meine Fühler ausgestreckt, dass du unterwegs warst und einen potenziellen Käufer gefunden. Okay. Soll ich etwa ein falsches Spiel spielen? Nein, ich will für die Hutten spielen. Es könnte sich auszahlen, aber das ist deine Entscheidung. Daten übertragen, damit hier der Ruf nach oben geht. Sehr gut. Hey, in die 5. Woher weiß man, ob man sich für das richtige Syndikat entschieden hat? Das ist die Unterwelt. Wenn es was zu erledigen gibt, ist jeder Groll vergessen. Wohl wahr. Gut, ja, das dachte ich mir. Ich wusste, dass du abliefern wirst. Die Belohnung ist unterwegs. Dankeschön. Wie sieht's denn aus? Ich hab doch da noch mehr. Was ist denn das auf dem Markt? Wunderst du, gibt es eine Spielhölle? Ach, stimmt ja. Das wäre jetzt hier gerade in der Nähe. Ich glaube, da so links rein. Oh, cool. Performance hat sich wieder beschwert. Hier eine Spielhölle. Ah, weiter da rein. Sucht gleich, okay. Nicht so schüchtern. Alles gut. Ich suche hier nur was. Ah, vielleicht da drinnen. Ja, wobei... Willst du mich bitte? Du hast doch verloren. Ja, die nächste Nebenmission. Ah, Bar. Bitte sag mir, dass du Jorn gesehen hast. Ich suche ihn schon in ganz Mos Eisley. Ja? Warum das? Wer schickt dich? Ganz ruhig. Seine Schwester schickt mich. Sie ist besorgt, dass er Ärger haben könnte. Er hat bestimmt Ärger. Letztens kam er mit einem Haufen Kredits.
Er wollte, dass ich sie wasche, also gegen Chips eintausche und sage, er hätte sie gewonnen. Verstehst du, was ich meine? Ja, das kenne ich aus den zwielichtigen Casinos auf Cantonica. Tja, ich hab's nicht gemacht. Ich kann mir nicht erlauben, gestohlene Kredits anzunehmen. Er ist ziemlich schnell verschwunden, weil er nicht lange an einem Ort bleiben wollte. Er meinte, er würde untertauchen. Klingt, als hätte er Angst. Weißt du, wo er hin wollte? Er hat sein Lager in einer Schlucht bei Mos Algo. Also außerhalb. Okay. Wir kommen 8 Kilometer. Ich habe schon mal einen ganzen Tisch mit einem Löffel gemacht. Ja, gut. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir jetzt hier noch machen könnten? Was ist hier? Das Büro des Buchmachers. Ah, das wäre das. Folgen. Wie komme ich da am besten hin? Da so links. Links nach oben. Machen wir das. Also hier drin irgendwo hoch? Naja, da. Da ist eine Treppe. Einmal rauf hier. Da lang? Oh ja. Jetzt ist die Frage. Ist mein Ruf. Es ist immer noch dürftig. Das ist jetzt nicht so geil. Wie komme ich da rein? Mal sehen. Gibt es keinen Hintereingang? Okay. Oh ja, doch. Es gibt einen Hintereingang. Warum kann ich das nicht runterholen? Los, lenk sie ab, Nex. Naja, was heißt ablenken? Ich hätte gern die Leiter. Ja, gut, das wird dann halt wohl nichts. Ich brauche einen besseren Ruf. Und da ist dicht. Ja, schade. Gut, es ist... Wobei, da unten sagt er mir, wäre ein Durchgang. Moment. Oder hat er da... Ne, ich glaube, der meint da die Leiter, ne? Jo, das ist die Leiter. Okay, das war's. Ansonsten hier noch irgendwas Interessantes. Was haben wir hier? Korrupter Imperialer Offizier. Schnellreiseziel. Brüderliche Hilfe. Zwei Einheimische konnten die Hutten nicht bezahlen. Na, das wäre die Mission. Ich habe doch noch einen Auftrag aufgenommen. Warte mal. Wo war das? Hier. Das hier folgen. Auf Karte anzeigen. Ach, das ist extern. Da kommen wir nicht hin. Wir sind da. Und müssen nach da drüben. Malwurf von Crimson Dawn. Die Lose für die Kontaktaufnahme ist sicher aber die Lieferung. Das ist die andere Nebenaufgabe. Und da wäre das mit dem Revolverheld. Das können wir aber so auch nicht machen. Und. Warte mal, Partner, nachdem Hostus befreit wurde. Nee. Diese eine Suchmission, abgekartetes Rennen, brüderliche Hilfe, Wüstenversteck. Sag das nochmal auf der Karte, bitte. Moment, wo war das jetzt? Hier. Auf Karte zeigen. Das ist da hinten. 1, 2, 3. Also gut, geh mal raus. Kann ich schnell Reise nach draußen machen? Beziehungsweise, ich frag mal schnell wegen der Hauptmission.
Weil ich jetzt nicht glaube, dass wir abhauen werden. Sondern dass da jetzt irgendwas kommt. Nicht da. Natürlich lässt er mich warten. Dass wir hier noch was machen müssen. Ah ja, stimmt ja. Upgrades. Viel Verbesserungen. Verbesserte Genauigkeit des Blasters. Sag mal, bei Ionen erzeugt beim Abkühlen ein zweites Zeitfenster. Nee. Reduziert die Zeit zwischen den Schüssen? Oh ja, bitte. Nice. Power, was haben wir hier? Erzeugt beim Abkühlen zweites Zeitfenster? Nee, das ist uninteressant. Ja gut, gehen wir einmal auf die Genauigkeit noch. Okay. That's it. Ja, die Hauptmission kann jetzt effektiv nicht weitergehen, oder wie? Lokale Mittler. Zweimal Auftrag. Das haben wir ja schon. Cidre. Aber... Warte auf Hoss. Ja. Moin. Ach da. Oh, wo bleibt der Typ? Hoss, kommst du? Hä? Oh, ja, ja. Muss nur noch in der Kantine was regeln. Wir sehen uns später. Oh, ich sehe besser mal nach. Ah, das hätten wir jetzt irgendwie kombinieren können. Es war so klar. 233 Meter. So. Da lang. Guten Tag. So, bitte einmal nach oben. Syndikat Fragen wegen eines Todesmals gestellt, das sie verfolgen? Du meinst Zerik Bash? Ja. Oh. Ich wünschte, wer auch immer es ist, würde sich einfach stellen, damit ihre Vollstrecker endlich abhauen. Niemand, der bei Verstand ist, würde sich freiwillig Zerik Bash stellen. Und das Todesmal ist sowieso nur ein Vorwand. Ob es Jabba gefällt oder nicht, wenn die erstmal Fuß gefasst haben, werden sie Tatooine nie wieder verlassen. Ich hoffe, dieser Hoss ist das alles wert. Hast du Ärger mit dem Gesetz? 180 Meter. Das ist die andere Kantine. Ach, das war die Abkürzung hier. Okay. Ja, genau die Kantine, wo wir schon gewesen sind. Mal sehen. Okay. Oh, nee. Sabak, Hoss, wir haben zu tun. Wer ist jetzt der Trottel? Erregen der Hoss, wie immer. Jetzt bezahlen. Hab nichts. Sachte. Gehörte dir. Die kleine Wompratte? Hey,
Nein! Was zum Kreis machst du da? Sie gehört dir. Lass dich los! Was für ein Arschloch! Fass hier bloß nichts an, hier ist alles verkabelt. Sieh einfach zu und lerne. Aha. Reiche halten sich exotische Tiere, um anzugeben. Oder zu essen. Hey, Kleiner. Wo willst du hin? Gern geschehen. Jetzt geh. Du bist frei. Fast geschafft. Könnte ich doch auch so hacken. Wenn du dich konzentrierst. Was ist hier los? Sofichita! Was ist mit dir? Sollen sie uns beide töten? Lauf! Was ist los mit dir? Du hast deine Gefühle über die Beute gestellt. Hast du denn nichts gelernt? Guck mich an! Ich behalte ihn. Da hat er uns schon Probleme gemacht, als wir ihn kennengelernt haben. Also, wann wollen wir endlich von hier verschwinden? Hm? Hau ihm eine. Wo ist der? All das wegen dieser dummen kleinen Bestie. Schon gut. Ich glaube, er wird an Jabba verkauft. Aber du... Er hat den größten Fehler seines Lebens gemacht. Aber was für ein Arsch. Nix, ich komme. Toll. ND5, kann nichts mehr. Sag mir, wo Jabbas Palast ist. Sofort. Moment. Ich schicke dir die Koordinaten. Hast du Hoss gefunden? Vergiss Hoss. Er hat nichts bei einem Spiel verloren. Ich hol ihn zurück. Von Jabba dem Hutten? Ja. Du kennst Jabba nicht. Mir egal. Ich hatte schon mit ihm zu tun. Er ist äußerst gefährlich, Kay. Es ist mir egal. Nix gehört zur Familie. Das verstehst du nicht. In Ordnung. Es gibt einen Hintereingang in der Nähe von Mos Eisley. So hast du wenigstens eine Chance. Aber Kay... Ach, es ist riskant. Schon klar. Ja, okay. Also Hoss ist, glaube ich, das größte Arschloch hier im Spiel. Und am liebsten würde ich ihn da lassen. Ah, geil. Ja. Also ich würde mal sagen, der Plan ist... Hauptquest. Bring ich in Jabbas Palast ein. Ich wollte eigentlich die drei Sachen als nächstes machen... Damit der Ruf halt ein bisschen besser ist. Und dann können wir auch hier unten weitermachen. Bezüglich Ruf. Ja, wir sind genau mittig momentan. Ich denke mal, so viel braucht es da nicht. Aber das wird es uns hier echt erleichtern. Soweit der Plan mal für die nächste Episode. Ich meine, jetzt haben wir hier auch Nebenmissionen gemacht. Dafür haben wir Mos Eisley ein bisschen genauer gesehen. Und ich finde die Stadt hier echt schön. Gibt einiges zu entdecken. Und mal schauen, was wir jetzt hier draußen noch so alles entdecken werden. Aber das sehen wir in der nächsten Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher.
bis zum nächsten Mal. Tschüss.